Heute Morgen ging bei uns eine Meldung ein, dass angeblich eine Bombe abgelegt wurde im Bereich Mediterraneo Klimahaus. Und wir mussten diesen Hinweis ernst nehmen und haben daraufhin dann unsere Maßnahmen ergriffen. Wir haben diesen Bereich hier geräumt von den Leuten, die schon hier waren, insbesondere die, die hier schon ihre Arbeit aufgenommen haben, und anschließend dann alle beide Bereiche durchsucht. Wir haben unsere Polizeibeamten aus Bremerhaven eingesetzt, die alle abkömmlich waren, um dann diese Durchsuchungen hier in diesen verwinkelten Gebäuden dann vorzunehmen. Und wir sind unterstützt worden mit Spürhunden von der Polizei Bremen und von der Bundespolizei, die hier dann insbesondere in die Gebiete gegangen sind, die schwer zugänglich waren. Das hatte natürlich für einzelne Personen, aber auch für einzelne Gruppen erhebliche Auswirkungen. In der Tat sind Schülergruppen unterwegs gewesen, die sich hier angemeldet hatten, um das Klimahaus insbesondere zu besuchen, die dann abgewiesen werden mussten aufgrund der Maßnahmen. Und sie haben sich zum Teil dann Ersatzobjekte gesucht, das Auswandererhaus, Historisches Museum oder Deutsches Schifffahrtsmuseum. Aber das eigentliche Ziel konnten sie eben halt nicht erreichen. Und so ging es einzelnen Touristen, die dann hier angereist sind. Aber es war natürlich auch eine erhebliche Einschränkung für alle Bediensteten und Behörden und Institutionen, die in diesem Bereich untergebracht sind, die zum Teil, wenn sie drin waren, nicht raus konnten bzw. eben halt nicht rein konnten. Es hat jetzt einige Stunden gedauert, bis dieser große Komplex dann abgearbeitet wurde. Das Ergebnis war, dass wir keinen gefährlichen Gegenstand gefunden haben, Gott sei Dank nicht. Und wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, die Ermittlungen weiter fortzuführen, um den Verursacher dieses Hinweises ausfindig zu machen. Die Gebäude sind jetzt wieder geöffnet, jetzt ist wieder ganz normaler Publikumsverkehr. Die Bediensteten in den einzelnen Geschäften und Institutionen nehmen jetzt erstmal ihre Arbeit wieder auf und richten soweit alles her, dass dann auch die Kundschaft dann wieder in die Geschäfte gehen kann.